Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, erlauben Sie mir zu Beginn meiner Ausführungen, dass ich noch einmal unsere Arbeitsgrundlage zitiere aus dem atompolitischen Teil des Koalitionsvertrages. Und dort heißt es: Zudem lehnen wir sinnlose und gefährliche Atomtransporte quer durch Nordrhein-Westfalen ab. Wir wollen, dass die Kastoren, vor allem die in Jülich lagernden, nur noch einmal transportiert werden, nämlich zu einem Endlager, wenn hierfür ein Standort gefunden ist. Zitat Ende, das ist unsere Arbeitsgrundlage. Und daraus ist auch vollkommen klar ersichtlich, dass wir in der Analyse durchaus mit Ihnen übereinstimmen, dass wir nämlich den Transportwanderzirkus der Jülicher Atomkugeln, der Hinterlassenschaft, der atomaren Hinterlassenschaft, die dort lagert, gegenüber äußerst skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Und wir sehen uns dabei ausdrücklich auch in guter Partnerschaft mit der Gewerkschaft der Polizei, die solche Transporte auch ablehnen. Und ich will hier hinzufügen, für diejenigen, die nicht so tief in der Materie drin sind, es handelt sich um 75 bis 150 Transporte quer durch Nordrhein-Westfalen und ungefähr ab 2035 die gleichen Transporte noch mal zurück. Denn würde man sie nach Ahaus verbringen, dort könnten sie mit Sicherheit auch nicht bleiben. Und deswegen haben wir schon vor Jahren hier gesagt, als Koalition, als Grüne, auch getragen durch den Koalitionsvertrag, diesen Wanderzirkus, ich wiederhole mich, lehnen wir entschieden ab. In einem Rechtsstaat ist es dann allerdings so, wenn Sie für eine Lagerung keine Genehmigung haben, dann muss man die Genehmigung, den genehmigungsfreien Zustand entweder herstellen oder andere Lösungen präsentieren. Das, was ich allerdings vom Kollegen Wirz hier gehört habe, lieber Josef, muss ich ganz entschieden zurückweisen, denn ein Transport in die USA ist weder rechtlich geboten noch angesichts des hohen Transportrisikos etwas, wo man so mir nichts, dir nichts einfach mal die Forderung erheben sollte, nur deswegen, weil man nach dem St. Florians-Prinzip eine bestimmte Region kugelfrei machen will. Das geht auch nicht, und so gibt es eben bei jeder der zur Verfügung stehenden Optionen auch abwägungsentscheidend relevante Gründe, die man hier ins Feld führen muss. Und deswegen sollte man sich hier nicht als Opposition hinstellen und den zuständigen Atomaufsichtsminister da als Fußgänger in der Entscheidung oder so darstellen, wie das hier eben angeklungen ist, sondern man muss eben sehen, wenn eine solche Rechtsfrage mit hohen Abwägungsproblematiken verbunden ist, dass man das eben nicht mal eben so schnippt, wie von der Oppositionsbank offensichtlich das leicht erscheinen mag, entscheiden kann. Zum Thema Erdbebenproblematik frage ich dich dann aber, Josef, wenn das denn mal entschieden worden wäre. Es wird ja immer spekuliert. Mir liegt kein neuer Erkenntnisstand vor. Das Gutachten, von dem immer die Rede ist, was beauftragt ist, liegt noch nicht vor. Das ist also Nebelstochern. Nur käme man zu dem Ergebnis, dann würde sich ja auch die Frage stellen, was ist eigentlich mit den Braunkohlegruben, was ist mit dem Braunkohleabbau in einem erdbebengefährdeten Gebiet, wie sieht es dort mit den Sümpfungswässern aus, wie sieht es mit der nahe benachbarten chemischen Industrie aus, ist das akzeptabel, wie sieht es mit der Stadt Köln aus? Nein, es ist nicht akzeptabel, und insofern muss man das hier dann auch letztendlich zur Kenntnis nehmen, dass auch das ein Problem wäre. Und deswegen für uns als Grüne gilt der Koalitionsvertrag, wir haben keine neue Entscheidungsgrundlage, es gibt kein neues Gutachten. Wir haben uns mehrfach dafür ausgesprochen, Transportzirkus zu vermeiden, weil es das geringste Risiko ist. Und wenn transportiert wird, dann nur noch einmal in ein Endlager, wo immer das dann sein wird. Da gehören solche Kugeln hin, aber jedenfalls nicht, indem wir es von A nach B, von B nach C und irgendwann wieder zurück nach A verschaffen. Es ist an der Zeit, da haben Sie vollkommen recht, dass wir irgendwann hier Entscheidungen treffen. Die Arbeitsgrundlage habe ich erläutert, und deswegen, da gebe ich dann durchaus auch meinem geschätzten Kollegen Bell auch recht. Wir haben keine neue Entscheidungsgrundlage, insofern freuen wir uns auf die Beratung im Ausschuss. Dort werden wir das miteinander besprechen. Vielleicht gibt es bis dahin neue Erkenntnisse. Ansonsten halte ich den Antrag zum jetzigen Zeitpunkt für entbehrlich, weil wir das alles schon mehrfach hier beschlossen haben. Vielen Dank.